So, moin zusammen. In diesem Video möchte ich euch hier von Surf City Garage das Dash Away Interior Detailer zeigen. Und ein Detailer für den Innenraum bedeutet ja, wir wollen etwas richtig schön machen, nicht nur reinigen, sondern auch zum Glänzen bringen. Und dafür ist Surf City Garage mit dem Dash Away wirklich sehr, sehr bekannt und beliebt. Oder aber ihr holt euch hier dieses Testset, was wirklich ein richtig cooles Ding ist. Da hat man, na komm her, zack hier. 4 verschiedene Surf City Garage Sachen drin. So, geht einfacher. Und eine davon ist hier das Dash Away Interior Detailer. Also wirklich ein ganz cooles Teil, ganz cooles Set mit wirklich verschiedenen Sachen dabei. Pacific Blue Wash and Wax. Das heißt, hier haben wir noch einen Wachs dabei. Dann haben wir hier den, was ist das? Clearly Better Glass Cleaner. Dann haben wir hier auch noch den Speed Demon Wax Detailer, also ein Sprühwachs. Also wirklich ein ganz cooles Set. Ja, würde ich sagen, legen wir mal los, gucken wir uns mal an, was wir hier so wegkriegen. Sieht wirklich relativ verdreckt aus hier, der Kunststoff in dem Fahrzeug. Und legen wir los. Wie angekündigt, sieht wirklich schlimm aus hier, die Wasserflecken, aber ist bei der Jahreszeit einfach so. Jetzt gucken wir, dass wir nicht so viel dann hier rumsprühen. So. Und nehme jetzt hier ein sauberes Mikrofasertuch, habe jetzt hier ein gelbes von den Amazon-Tüchern und kann das Ganze jetzt hier mal richtig schön verteilen und eine Reinigung vornehmen. Und hier ganz schön zu sehen, ja, ein bisschen Dreck haben wir jetzt hier abgenommen, also war ja nicht so krass verschmutzt, ne? Schaut mal diesen Unterschied hier an von der Farbe. Also das finde ich immer wieder richtig toll, wenn man Kunststoff bearbeitet, pflegt und dann gerade mit so einem guten Detailer, so einem Interior Detailer hier macht, dann kommt da wirklich das Tiefschwarz bei Kunststoff richtig gut wieder raus. Wird im ersten Schritt wirklich toll gereinigt und dann natürlich auch wirklich detailed, sprich zu Deutsch so ungefähr damit zu übersetzen, dass man es wieder richtig schön macht und zum Glänzen bringt. Ja, ne, also das sieht doch mal schon wieder richtig klasse aus. Nehmen wir jetzt auch noch hier den Bereich am Handschuhfach, den ich euch gerade gezeigt habe. Ja, ich zeige euch dieses Fahrzeug hier so relativ häufig mit neuen Produkten, weil der Wagen einfach von meinen Eltern genutzt wird und unter uns gesagt, die passen halt nicht so drauf auf und dementsprechend dreckiger ist das Fahrzeug im Verhältnis zu dem meinigen. Und ja, ihr wollt ja immer gerne dreckigere Fahrzeuge sehen. Das ist das Dreckigste, was ich immer ad hoc zur Verfügung habe. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Machen wir weiter. Jetzt sind wir hier bei der nächsten Stelle. Wie gesagt, hier haben wir so ein paar Flecken. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Ob man hier irgendwie mit den Füßen womöglich rangekommen ist. Ja, machen wir da einfach mal. Ne? Und ja, ich nehme jetzt das Tuch hier so ein bisschen zur Unterstützung, damit es hier nicht überall in die ganze Gegend fliegt. Und von der Einwirkungszeit, wie gesagt, wenn es notwendig ist, ja. Oh, der hat aber auch einen, ist mir gerade gar nicht so richtig aufgefallen. Jetzt habe ich nämlich ein bisschen auf die Finger bekommen. Richtig schönen Geruch. Wirklich toll. Riecht echt klasse. Und ja, Einwirkung sollte jetzt schon genügen. Oh, guckt euch das an, was der rausholt aus dem Kunststoff. Das ist ja schwarz wie meine Seele. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Na, fangen wir lieber unten an. Das ist wie bei einer Treppe, wenn man die kehren soll. Fangen wir auch eher... Ach nee, das ist andersrum, oder? Da fängt man oben an, genau. Richtig. So. Also ein wirklich schöner, angenehmer Geruch. Gefällt mir richtig gut. Dash Away benutze ich schon viele, viele Jahre. Weil es wirklich ganz easy geht. Wie sieht das Tuch aus? Ja, ist jetzt nicht so der Dreck vorhanden auf dem Surface. Und bin jetzt hier mit einer neuen, trockenen, sauberen Stelle vom Tuch noch mal ein bisschen abtragen. Und wie ihr seht, haben wir so ein bisschen Feuchtigkeit, die hier zurückbleibt. Das ist ganz klar. Das ist durch die Temperaturen natürlich gegeben. Und ja, das Tuch ist schon ein bisschen durchnässt. Genau das, was es nämlich nicht sein soll. Also habe ich schon deutlich zu viel von dem Reiniger verwendet. Muss mir ganz klar an der Stelle sagen. Und können jetzt aber hier nochmal so ein bisschen drüber ziehen. Worauf ich hinaus wollte, wie ihr seht, einige von euch haben das beim Lexol Vinyl X immer bemängelt, dass es wirklich sehr speckig, sehr nass und feucht aussah. Ich finde das eigentlich ziemlich geil. Das zieht relativ langsam ein, das Lexol Vinyl X. Aber hinterlässt wirklich einen sehr, sehr tiefen Schwarz. Und ein bisschen Feuchteffekt oder Look, was jetzt hier beim Dash Away von Surf City Garage wirklich nicht der Fall ist. Muss man hier ganz klar sagen, das sieht deutlich anders aus und haben ja auch schon nicht mehr so
die Feuchtigkeit drauf, nachdem ich es jetzt abgetrocknet habe. Und ich schätze mal, das wird einigen von euch wirklich gut gefallen. Na, sorry, ich versuche mal hier gerade was mit der Kamera. So, na, also das kann sich doch sehen lassen. Ich habe es jetzt hier auf der Ecke noch so ein bisschen verwendet. Also das sieht doch richtig klasse aus und hat halt nicht diesen extrem nassen Effekt, der von einigen von euch nicht gemocht wurde, von anderen aber auch, genau wie von mir, wirklich gemocht wurde. Ja, dementsprechend hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Konnte ich einen Einblick geben in den wirklich... Hier unten nimmt die Kamera das nicht richtig auf. Hier oben sieht es deutlich besser aus. Einen Einblick hier in das geile Surf City Garage Dash Away Interior Detailer geben. Wirklich super geiles Produkt, mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Bin aber auch dem Lexol Vinyl X ein bisschen verfallen, muss ich dazu sagen, weil das wirklich einfach einen mega krassen Red Look Effekt hat. Wenn man es mag, ist das natürlich eine super Sache. Ansonsten hier Dash Away Interior Detailer von Surf City Garage, wirklich das absolute Optimum, wirklich ein super Teil. Ja, könnt ihr euch dann wie gesagt holen in der großen Packung oder aber holt euch hier, na, wo habe ich es? Da drüben steht's. So, hier die Testpackung. Da habt ihr noch ein paar andere kleinere Teile dabei und könnt das Ganze einfach mal ausprobieren. Ja, beide Sachen verlinke ich euch, findet ihr unterhalb des Videos in der Infobox. Und Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Schreibt mal rein, was findet ihr besser, eher Dashaway oder eher den Lexol? Was gefällt euch da besser? Und bis zum nächsten Mal. Ciao.